Wir sind hier auf dem Wilkan-Stand. Ich begrüße Andreas Störiko. Schon vor 20 Jahren gestalteten Sie für Wilkan den Confair Falltisch, der zum Designklassiker geworden ist, und haben schon unzählige Awards erhalten, sei es in Deutschland, in der Schweiz oder in der USA. Was fasziniert Sie in der Gestaltung von Stühlen und Tischen und nach welchen Gestaltungsprinzipien gehen Sie vor? Also Prinzipien habe ich keine, aber das Leben ist ja über Zufälle oft definiert. Ich habe sehr früh in meiner Karriere Wilkan kennengelernt, schon als Student. Und die haben mir ermöglicht, auch früh Ideen einzustreuen. Und es ging damals um das Thema, wir wollen was in der dynamischen Konferenz machen, wo ja auch heute Wilkan immer noch sehr aktiv ist oder auch demnächst noch mehr aktiv werden wird, hoffe ich. Und wir haben, ohne das genau zu briefen oder zu definieren, habe ich mir da Gedanken gemacht und kam mit einigen Sachen auf Wilkan zu, noch als Student. Daraus ist eine Zusammenarbeit entstanden, die sehr angenehm ist und immer auch noch heute gut funktioniert. Es sind immer neue Leute und man hat immer wieder mit anderen Themen zu tun, aber das geht kontinuierlich weiter und macht großen Spaß. Und das erste Produkt, was werden sollte, war dieser Tisch. Faltbarer Konferenztisch und war eigentlich, keiner wusste, wird sowas jemals irgendwie einen Umsatz machen oder so, dem Fritz Hane zu verdanken, dass er sich dazu hinreißen ließ, die unglaubliche Summe damals von mehreren hunderttausend, das war noch Deutschmark, zu investieren, um dieses Ding zu realisieren. Aber ich bin ihm heute sehr dankbar dafür, denn das war der Start meiner Karriere. Und ich lebe heute noch davon und bezahle meine Miete. Jedenfalls war das Ding ein Erfolg und wir haben dann kapiert, während des Machens, dass es ja nicht nur ein Tisch ist, sondern ein ganzes Tischsystem. Ja? Während andere also große Tischsysteme verkaufen als zusammenhängende große Dinosaurier, können wir jetzt mit diesem Tisch seit 20 Jahren jede Konfiguration abbilden, die man gerne realisieren möchte und anschließend auch noch tanzen oder... Ja, und das geht von kreativen Arbeiten bis hin zum eleganten High-End-Vorstandsraum und das ist schon klasse. Zum ebenfalls oft ausgezeichneten Aline-Stapelstuhl haben Sie nun den Aline S, einen neuen Designweg eingeschlagen. Können Sie uns etwas zu diesem Stuhl sagen? Ja, also Stühle haben ja viele Funktionen. Einmal ist drauf sitzen. Aber sie klettern ja auch mal auf den Stuhl, um ein Fenster zuzumachen oder ein Buch aus dem Regal zu holen. Das war zumindest mit Stöckelschuhen bisher nicht möglich. Das heißt, der Stuhl hat ein paar erweiterte Features, sieht natürlich auch weiterhin sehr zeitgemäß aus. Aber ich glaube mal, der eigentliche Gedanke für den Stuhl kam vom Jochen. Der hatte einige Kunden, die eine psychologische Barriere hatten. Kann man wirklich für Hardcore Mehrzweckanwendungen so ein Netz verwenden. Das ist an sich sehr gut geschützt bei dem Stuhl. Man kann auch aufeinander krachen lassen, ohne dass das hier in Berührung kommt, weil es hier das ist der Stuhl? Kufe-Schiene-Prinzip gibt, was das Netz eigentlich sehr gut schützt beim Stapeln. Aber es gab so das Gefühl, man könnte einige Kunden mehr erreichen und das war mir auch sehr recht, mit einem etwas noch breiter anwendbaren Stuhl. Da haben wir lange probiert. Ich baue immer gerne, wie ich das aus Ihrer letzten Frage schon lese, sehr viele Modelle. Wir haben direkt recht schnell getestet und ich kam mit dieser formalen Idee jetzt auf Wilkan zu und das ist eigentlich recht gut angekommen. Und wir haben jetzt hier im Gegensatz zu dem Tuch oder zu der Textilbespannung schon eine Durchwölbung drin, was den Stuhl zum Sitzen einlädt und auch sehr bequem macht. Wir haben die richtige Flexibilität in diesen Kunststoffmembranen gefunden, denke ich, dass er sehr bequem ist, also durchlüftet ist. Und das Allerbeste ist, dass der Stuhl ökologisch sehr überzeugt, weil Sie, wenn Sie nach 10 Jahren jetzt eine verschließene Membrane haben oder die wieder erwarten, kaputt gehen sollte, kann man sie tauschen vor Ort mit einem einfachen Schraubenzieher. Und das liegt mir sehr am Herzen. Also kommt dann bei Ihnen so ein Entwurf mehr aus dem Prototypen raus, mal ausprobieren oder auch wird das zuerst aufskizziert? Ja, da macht man Skizzen und ich mache die Skizzen dann nach dem paar Bleistiftskizzen auf dem Computer
und setze das in Zeichnungen um, aber ich möchte eigentlich möglichst früh in den Modellbau einsteigen und nicht, wenn man da 3D-Zeichnungen mit was weiß ich für großen Bäumen hergestellt hat und hinterher einer sagt, ja, aber das kann man jetzt nicht mehr ändern, das würde wahrscheinlich kontraproduktiv sein. Deswegen mache ich oft so, dass wir die Verifizierung im Modell machen in mehreren Schritten, umso mehr Schritte, desto besser wird es. Und dann holt man, dann hat man auch die Rahmendaten klar und dann holt man sich so oder setzt man sich zusammen mit den Ingenieuren an den Tisch und dann dürfen die dann anfangen, das umzusetzen. Aber zu früh ist auch nicht gut. Also dann braucht man ein bisschen Manege zum Spielen. Aber wir machen das jetzt zum Beispiel gerade. Manchmal ist das seit Anfang ja schon so, manchmal ist das eine Frage vom Hersteller. Wir würden da gerne was machen, kannst du nicht mal so. Aber es geht auch andersrum, dass ich auf einen Wilkan zukomme und sage jetzt, wenn ihr nicht mit dem Klammerbeutel gepudert seid, dann müssten wir eigentlich noch dieses tun. Das passiert jetzt auch gerade. Wir stellen jetzt demnächst ein Produkt bei Wilkan vor, was relativ fertig entwickelt ist, was so aus eigener Passion geschieht. Gibt es auch. Danke Ihnen vielmals für dieses Interview und ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Messe. Danke. Genau, herzlichen Dank.